Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder mal ein Hochdachkombi vor der Kamera, nämlich der Opel Combo. Aber warum der hier steht, ist natürlich eine gute Frage, denn es gibt ihn jetzt voll elektrisch und als sogenannten Opel Combo E Live. Und den möchte ich mir mit und für euch genauer anschauen. Und natürlich werden wir ihn jetzt auf unsere Verbrauchsfahrt nehmen. Da kommt ihr mit. Während der Verbrauchsfahrt werden wir herausfinden, wie weit kommen wir mit dem 50 Kilowattstunden fassenden Antriebspaket. Wie kommt der Hochdachkombi mit dem 100 kW starken Elektromotor zurecht. Wie schnell lädt der Wagen durchaus. Und natürlich, wie sind die Platzverhältnisse. Wie fährt sich die voll elektrische Variante. Was kostet es am Ende und wie viel haben wir verbraucht. Bei winterlichen Straßenverhältnissen und Wetterverhältnissen. Wir haben knapp über Gefrierpunkt und es hat auch geschneit, wie wir sehen. Also vielleicht nicht der ideale Einsatzzweck für ein Elektroauto oder vielleicht doch. Das wollen wir natürlich herausfinden und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal hier ein Abo schenkt, falls ihr es noch nicht getan habt und natürlich dem Video ein Like gebt. Vor allem aber schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Opel Combo E Live. Ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn wir dann ein bisschen diskutieren können im Anschluss an dieses Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem vollelektrischen Opel Combo E Live. Ich hatte ja 12 Monate lang privat einen Opel Combo Live und bin den über gut 12.000 Kilometer gefahren für den reinen Familienbetrieb und muss sagen, der Wagen hat mir ja unheimlich gut gefallen, aber ich habe mir die vollelektrische Variante herbeigewünscht und nun ist sie ja endlich hier und jetzt möchte ich natürlich auch herausfinden, wie fährt sich denn die vollelektrische Version hier gegenüber dem Verbrenner. Gibt es denn wesentliche Unterschiede oder nicht? Ja, fangen wir erst einmal optisch an. Optisch gibt es keine Unterschiede, außer dass man mittlerweile das Braun hier von außen etwas heller gestaltet hat. Ich hatte noch das dunkle Braun. Es gibt ihn weiter in zwei verschiedenen Längen mit 4,40 Meter Außenlänge oder aber eben mit 4,75 Meter. Es unterscheidet sich lediglich über den Heckbereich, der etwas verlängert wurde bei der XL-Variante und dann geht auch mehr in den Kofferraum hinein. Serienmäßig gibt es zwei Schiebetüren ab der Ausstattungsvariante Edition, also eine Ausstattungslinie überhalb der Basis. Und in den Kofferraum geht wirklich richtig viel rein, selbst in der Kurzvariante. Den kann man ebenfalls wie den großen auch optional als Siebensitzer bekommen. Gibt es ein Stauraumvolumen von 597 bis 2126 Litern, jetzt hier in der Kurzvariante. Die Rücksitzlehnen der Einzelsitze lassen sich leichtgängig umlegen, aber leider nicht fernentriegelt in unserem Fall und bieten auch leider keine ebene Laderaumfläche. Dafür bietet der Combo E und überhaupt der Combo clevere praktische Details wie eben ein separat zu öffnende Heckscheibe oder aber ein großes Ablagenfach oben an der Dachkonsole. Da kann dann auch Kleinkram noch untergebracht werden, was man auch von der Rücksitzbank aus dann entnehmen kann. Also wirklich clevere und praktische Details. Auf der Rücksitzbank dann, oder auf den Rücksitzen, in dem Fall sind es ja drei Einzelsitze, ist die Möglichkeit, auf allen drei Positionen Kindersitze mittels Isofix zu sichern, was ich sehr positiv finde. Schade aber, dass die Möglichkeit für den Beifahrersitz nicht gegeben ist. Dafür aber genügend Kopffreiheit, Haltegriffe, Sonnenschutzrollos in den Seitenfenstern und auch im Fond sogar elektrisch öffnende Heckscheibenfenster finde ich einen richtig großen Plus. Ebenso, wenn die Mittelkonsole durchgängig geordert wurde, dann gibt es Luftausströmer im Fond und einen USB-Anschluss sowie zusätzlich auch kleine Tischchen, die aber nicht sonderlich stabil sind. In der ersten Reihe sitzt es sich angenehm hoch und man thront so ein bisschen über dem Verkehrsgeschehen, hat eine sehr gute Rundumsicht aufgrund der großen Glasflächen. Das Dreispeichen-Lederlenkrad ist in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Leider ist der Beifahrersitz nicht in der Höhe verstellbar. Auch hier ein Manko meinerseits anzubringen. Genauso wie der Sitzkomfort zwar gut ist, aber das Sitzkissen hier auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite leicht nach vorne hin abfällt und das dann durchaus auf Langstrecken zu einer eher unkomfortableren Sitzposition führt.
Der Innenraum ist vergleichbar oder identisch fast mit der Verbrenner-Variante, mit einer kleinen Ausnahme, denn die vollelektrische Variante bietet jetzt ein volldigitales Kombi-Instrument, wie wir aus dem Opel Mokka E oder dem Corsa E bereits kennen. Das ist wunderschön einstellbar über den Lenkstockhebel, bietet also auch eine hohe Anzeigevielfalt. Diese ist auch durch ein Head-Up-Display ergänzbar, das aber mit einer Plexiglasscheibe ausgerüstet ist und jetzt eher, naja, nicht wirklich einen wesentlichen Vorteil in meinen Augen bringt. Dafür aber sehr gut positioniert ist das große Infotainment-Display hier in der Mittelkonsole, was senkrecht steht, hier auf dem Armaturenträger bzw. auf den Lüftungsdüsen. Gut bedienbar mit den Touch-Tasten an der Seite, Direktwahltasten und auch dann das Navigationssystem ist mit TomTom-Kartenmaterial gefüttert und auch sehr zuverlässig und arbeitet auch angenehm zügig. Für die Konnektivität mit dem Smartphone ist auch die Möglichkeit, via Kabel Android Auto oder Apple CarPlay zu nutzen. Also auch hier alles im grünen Bereich. Ein Klimabedienteil gibt es dann hier noch. Eine induktive Ladeschale für Smartphone gibt es optional und die würde ich euch empfehlen, denn viele USB-Anschlüsse gibt es hier im Innenraum nicht. Gut, auch die durchgängige Mittelkonsole, wenn man sie denn ordert. Ich hatte sie damals in meinem Verbrenner nicht. Hier bieten sich einfach gute Verstaumöglichkeiten, auch wenn da drinnen ein bisschen mehr ausgepolstert gehört, damit das Ganze nicht so rumpelt. Das gilt auch übrigens für die Dachkonsole, die es hier gibt mit dem Glaspanoramadach. Da gibt es sogar eine LED-Ambiente-Beleuchtung, sehr schön im Dunkeln und auch die Möglichkeit, dass man da eben auch noch Sachen hier in den Mittelsteg hineinlegen kann. In meinen Augen ist das auch wirklich sehr, sehr gut gelöst, aber eben auch nicht gedämpft durch irgendwelches Material, somit klapperanfällig. Klapperanfällig ist aber nicht der Antrieb und zu dem kommen wir jetzt einfach mal. Das ist nämlich jetzt endlich der bekannte elektrische Antrieb von Stellantis bzw. PSA, wie wir ihn aus den Modellen Zafira E, Mokka E oder Corsa E unter anderem kennen. Heißt 100 kW Elektromotor, 260 Newtonmeter maximales Drehmoment, eine 50 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, brutto netto nutzbar dann 46,3 Kilowattstunden. Der Motor macht eine richtig gute Figur hier, passt sehr gut zu diesem Familien-Freizeit-Fahrzeug hier, denn der Antrieb ist wirklich kraftvoll, gerade wenn man dann die drei Fahrmodi hier durchschaltet, Eco, Normal und Sport, da wird dann wirklich auch die Leistung entsprechend reduziert oder aufgestockt. Also volle Leistung gibt es dann im Sportmodus und dann spricht der Wagen wirklich angenehm toll an, hat auch richtig guten Durchzug mit den 260 Newtonmeter und schiebt dann auch diesen rund 1,7 Tonnen schweren Combo E fast schon spielerisch nach vorne, auch wenn die Papierwerte das ein bisschen anders darstellen. 11,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und maximal 135 Stundenkilometer elektronisch begrenzt. Aber dadurch, dass wir die Antriebsgeräusche jetzt komplett eliminiert haben vom Dreizylinder und auch von dem Achtganggetriebe, dies was ein bisschen hektisch hin und her schaltet, so ist es jetzt der große Vorteil hier der elektrischen Variante, dass wir nur noch die geringen Windgeräusche oder aber jetzt in unserem Fall die relativ lauten Abrollgeräusche der Michelin Alpin 5 Winterreifen hören müssen. Und das sorgt trotzdem für ein insgesamtes sehr entspanntes, komfortables Fahren. Man hat auch das Fahrwerk gut angepasst, was nicht sportlicher geworden ist, wie etwa beim Zafira, sondern wirklich angenehm komfortabel bleibt. Aber dennoch, durch die schwere Batterie ist der Schwerpunkt abgesenkt. Das Fahrzeug liegt deutlich besser auf der Straße, ist nicht mehr so seitenwindanfällig und auch auf kurvigen Straßen liegt der Wagen einfach besser auf der Straße, wenn auch die Lenkung weiter zu leichtgängig ist, zu hohe Lenkwinkel bietet und einfach hier etwas zu indirekt ist. Dafür aber in der Stadt wirklich mit seiner Leichtgängigkeit zu punkten weiß. Ja, das Thema Laden punktet jetzt indirekt auch, denn wir haben hier zwar einen CCS-Schnellladeanschluss für lange Strecken, aber den könnt ihr dann im Winter, sage ich mal, mit kaltem Akku nur bedingt nutzen, denn da ist dann nicht die Ladeleistung von 100 kW abrufbar.
Die ist auch sonst mit warmem Akku eher schlecht erreichbar. Nur wirklich so in sommerlichen Temperaturen ist dann der Peak erreichbar. Nein, man muss mal sagen, jetzt bei meinen normalen Testfahrten, wenn der Akku ja eher wärmer war, dann hatte ich maximal einen Ladepeak von ungefähr 85 kW. Die Ladezeit von 10% auf 80% in 30, 35 Minuten wird gehalten auf alle Fälle. Aber ich würde eher dafür empfehlen, hier mit AC, also mit dem 11 kW Onboard Charger, also wirklich auch 11 kW von der Ladesäule zu ziehen. Das macht viel mehr Sinn, ist günstiger am öffentlichen Ladenetz so zu laden. Und in gut 5 Stunden ist der Akku komplett voll von komplett leer. Das heißt also, man fährt dann ungefähr mit 20% eben noch State of Charge an die Ladesäule und kann ihn dann in 4 Stunden innerhalb der Zeit, bis die Blockiergebühr greift, wunderbar vollladen. Also das funktioniert auch wirklich gut und auch sehr, sehr zuverlässig. Und so schont ihr natürlich auch die Batterie. Ja, Elektroautos im Winter, hahaha, das ist immer so ein Thema. Ich persönlich bin der Meinung, ja, es ist machbar, aber es ist unschön. Auch wenn der E-Antrieb so seine Vorteile mit sich bringt. In erster Linie aber muss man sagen, sinkt die Außentemperatur so um 10 Grad, muss man ungefähr mit 20% Reichweitenverlust und 20% mehr Verbrauch rechnen. In unserem Fall war es jetzt, wir hatten so Temperaturen zwischen knapp über Gefrierpunkt bis ungefähr 5 Grad während unserer Fahrt, hatten auch immer wieder Schneefall, Regen, Sonne, Trockenheit, also es kam alles dazu und wir haben jetzt 25,1 Kilowattstunden verbraucht laut Bordcomputer, laut Ladung waren es dann 28,07 Kilowattstunden, damit eine Praxisreichweite von knapp unter 170 Kilometern, da wir 46,3 Kilowattstunden netto hier von dem Akku nutzen können. Das ist nicht viel und aus dem Hintergrund solltet ihr, wenn ihr euch den Wagen kaufen wollt, auf alle Fälle eine Lademöglichkeit zu Hause haben. Öffentliches Laden ist mit dem Opel Combo zwar machbar aufgrund des Schnellladeanschlusses, aber auch im Winter hier eben entsprechend gedrosselte Ladegeschwindigkeit. Wer einen kalten Akku eben an den Schnelllader hängt, der wird eben auch nur maximal so 25 bis 30 kW ziehen können und das ist nicht viel. Heißt also, ihr müsst den Akku irgendwie dann ein bisschen betriebswarm bekommen. Das ist auch der größte Fehler, den diese Antriebskombination hier bietet, dass es eben keine wirkliche Vorkonditionierung des Akkus gibt. Was kostet aber der Opel Combo E-Life? Er kostet ab 38.100 Euro vor Förderungsabzug und unser Testwagen liegt bei 47.770 Euro. Wird der aktuell noch verfügbare volle Förderungsbetrag von 9.570 Euro abgezogen, liegt er bei 38.200 Euro. Das ist sehr viel Geld und ist immer noch über einem vergleichbaren Verbrenner. Wobei aber vom Fahrverhalten ist die E-Variante deutlich angenehmer und besser für meine Begriffe als eben der Verbrenner. Der Verbrenner, der eher mit dem Aufbau ein bisschen zu kämpfen hat, hat hier deutlich besser auf der Straße liegendes Fahrverhalten. Auch der Antrieb, die E-Maschine zieht schöner durch. Auch das fehlende Antriebsgeräusch von dem Dreizylinder vermisse ich in keiner Weise. Also so gesehen ist er vom Fahrverhalten definitiv der bessere Hochdachkombi. Beim Preis muss jeder natürlich selber entscheiden, was er ihm für sich wert ist, die rein elektrische Variante. Jetzt dürft ihr mir nämlich eure Meinung unten in die Kommentarebox schreiben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt diskutieren können. Solltet ihr den ganzen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze ein Like gebt und vor allem auch einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Reinklicken und hoffe, wir sehen uns demnächst hier wieder bei Ubi Tested. Tschüss und Servus, euer Ubi.